sind wir ja immer wieder bei den eingefleischten einseitigen Marktwirtschaftlern. Der Markt alleine tut's nicht. Er bedarf der Korrekturen. Nicht? Wettbewerb muss funktionsfähig sein. Und zwar immer beeindruckend, wie Fehler in der religiösen Sozialisation die Leute von der Kirche abgebracht haben. Das war bei mir nicht der Fall. Das war eben eine wunderbare Atmosphäre der Herzlichkeit, der Geborgenheit. Gewinn muss sein. Und es gibt glücklicherweise aufgrund des Wettbewerbs genügend verantwortliche Gewinnerzielungsmöglichkeiten. Nicht? Aber ich muss auch mal Nein sagen können, selbst wenn es kurzfristig den Gewinn mindert. Dieses Lied von Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar umgeben bzw. wunderbar geborgen. Also das Lied im Text und zu singen, das ist schon ein Erlebnis, der so einen Gottesdienst lohnt macht. Nicht? Und dass ich wirklich von guten Mächten wunderbar geborgen bin, das ist für mich zentral. Und insofern bin ich angstfrei, voller Urvertrauen und Freude fällt mir nicht schwer. Mit dem Begriff Stolz habe ich meine Schwierigkeiten, denn mir ist immer seit langem das Sätzchen im Kopf: Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Stolz ist eine problematische Kategorie. Ich würde lieber von Freude sprechen. Ich freue mich natürlich, dass sowas gelingt. Wirkliches Leben ist Begegnung. Und Sie kennen meine Ergänzung, die ich einem Speisewagengespräch mit einem ad hoc kennengelernten Psychologen verdanke. Nur wenn wir uns öffnen, werden wir uns begegnen.